Kann ich außerdem noch etwas für Ihren Raubüberfall tun? Ich denke, das wäre dann alles. Brauchen Sie noch Besteck? Wir haben Fairtrade-Bambusgabeln. Was war das? Oh, die Danger Falls. Schön, euch zu sehen. Seid ihr hier, um mir bei der Flucht zu helfen? Nein! Der da ist mein Freund. Fragt ihn mal nach seinem Namen. Was passiert hier? Hey! Er heißt Kanka und er ist mein echter Freund. Wie ist dein Name, Freund? Hörst du nicht zu? Er heißt Kanka. Ich heiße Takeout. Nein! Und jetzt heißt es für dich Takeout. In den Knast. Da, der Spruch hätte mir einfallen sollen. Er hat's gesagt. Und dann, ich mein, komm schon. Ich hasse diesen Tag. Heute gebrochene Herzen. Der Swellview-Jugendschwarm Creston Chestwell ist umgezogen, um mehr Zeit mit seiner Freundin in Neighborville zu verbringen. Ganz richtig. Er ist weg. Eigenaussagen zufolge sieht die Freundin gar nicht so süß aus. Und hinzu kommt, dass sie ziemlicher Durchschnitt sein soll. Außerdem trägt sie einen Pferdeschwanz. Igitt. Ich stehe auf Pferdeschwänze. Und das waren die Neuigkeiten. Das heißt, Mary und ich werden hier sitzen, in unangenehmer Stille. Ich hoffe, jetzt bist du glücklich, Creston. Wir sollten darüber reden, welche Lektion wir heute gelernt haben. Was? Wir lernen jetzt Lektionen? Ich weiß nicht, Ray. Lernen ist nicht wirklich mein Ding. Wir haben folgende Lektion gelernt. Ich habe einen Freund, der Kanker heißt. Nein, das hast du nicht. Ich doch. Wir wissen, dass wir deine einzigen Freunde sind. Ist okay. Ihr seid nicht meine einzigen Freunde. Ich habe viele Freunde. Ich hab viele Freunde, die sehr cool sind. Und die lieben mich. Und sie glauben mir auch, wenn ich irgendwas sage. Alter, weinst du immer noch? Wann hat Schwartz das gebaut, Ray? Fortsetzung folgt.